Nach der Fertigstellung aller Verbindungsbauwerke Anfang 2023 wurde der gesamte Tunnel für den Ausbau von der Bahn an die Firma Eiffage übergeben. Die Arbeiten begannen im Januar in der Weströhre. Im April folgte dann die Oströhre bis auf den Havariebereich in Niederbühl. Für den Innenausbau der beiden Tunnelröhren hat Eiffage Anfang 2023 auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern ihre Baustelleneinrichtung aufgebaut. Das zentrale Herzstück ist die mobile, vollautomatische Betonmischanlage. Hier können rund 60 Kubikmeter Beton in der Stunde hergestellt werden. Für den gesamten Innenausbau werden ca. 100.000 Kubikmeter Beton verbaut. Mit unserer Anlage hier auf der Baustelle sind wir in der Lage, flexibel und just in time den für den Ausbau der beiden Tunnelröhren benötigten Beton zu produzieren. Wir reduzieren damit im erheblichen Maße Fahrten im öffentlichen Straßennetz. Zu Spitzenzeiten produzieren wir bis zu 600 Kubikmeter Beton am Tag. Das entspricht einem Inhalt von rund 80 Betonfahrmischern. In den Bunkern lagern die verschiedenen Zuschlagstoffe. Über Förderbänder gelangen diese in die Mischanlage. Das Gemisch besteht aus Kies, Sand, Wasser, Zement und Flugasche. Der fertige Beton wird dann in die Fahrzeuge gepumpt, die ihn sofort zur Einbaustelle in die Tunnelröhren fahren. Mit dem Einbau des Drainagerohrs begann der Innenausbau. Die Rohrleitung wird mit sogenanntem Drainagebeton am Boden fixiert. Über diese Leitung wird im Betrieb Wasser bis zu einer Pumpstation an der tiefsten Tunnelstelle geleitet und dann abgepumpt. Der Solbeton wird in vier Schichten in die Röhren eingebaut. Die erste Schicht wird direkt aus den Betonmischern in die Tübbingröhren gegossen und dann händisch verteilt. Dabei werden rechts und links in regelmäßigen Abständen Drainagematten eingelassen, um später Feuchtigkeit in die Drainageleitung ableiten zu können. Die nächsten drei Schichten werden mit Hilfe eines Fertigers, ähnlich wie beim Straßenbau, eingebaut. Mit jeder Betonschicht steigt das Niveau um 25 cm. Die so entstandene ca. 1 Meter dicke Sohle hat eine Breite von 7,58 Meter. Auf dieser Betonsohle stehe ich jetzt hier in der Weströhre. Als nächstes werden die sogenannten Bankette links und rechts hergestellt. Hierbei handelt es sich um Randwege neben dem Gleisbett. Es gibt einen schmalen Streifen mit 1,40 Meter und einen breiten Streifen mit 2,80 Meter. Sie sind Teil des Sicherheits- und Rettungskonzepts. Im Ernstfall kann man über die Bankette das nächstgelegene Verbindungsbauwerk erreichen. In den breiteren Seitenstreifen werden zusätzlich noch Kabeltrassen, Löschwasserleitungen und Entnahmestellen eingebaut. Das Gleisbett wird anschließend zwischen den Banketten auf einer Breite von 3,40 Meter hergestellt. Die Bewehrungsmatten und Schalungen für Herstellung und Bankette wurden passgenau für den Tunnel Rastatt angefertigt. Die Randwege bestehen aus 10 Meter langen aufeinanderfolgenden Blöcken. Da die einzelnen Blöcke durch eine Pressfuge voneinander getrennt werden sollen, wird zunächst jeder zweite Block mit Beton gefüllt. Sind die ersten Blöcke ausgehärtet, folgen die restlichen dazwischenliegenden Blöcke. Durch dieses abschnittsweise Betonieren entstehen die notwendigen Pressfugen. Für jede der beiden Tunnelröhren werden rund 800 Blöcke hergestellt. Auf dem breiteren Randstreifen werden vor der Betonage 20 Leerrohrleitungen verlegt. In diesen Kabelführungssystemen liegen später die Stromversorgung, die Leit- und Sicherungstechnik sowie die Telekommunikationsleitungen. Beim Betonieren der breiten Bankette bleibt zur Tunnelwand erst einmal eine Lücke, in die dann noch die Löschwasserleitung und die Entnahmestellen eingebaut werden. Danach wird auch sie mit Sand und Beton verfüllt.
Die Bankette werden auch in den Trögen der Tunnelzufahrten eingebaut. In der Weströhre werden diese Arbeiten Anfang 2024 abgeschlossen sein. Dann geht es mit dem Einbau der festen Fahrbahn weiter. Der Ausbau der Oströhre folgt zeitversetzt parallel.